Also rechts oben im Bild, stell dich mal vor, ich mach mal Pegel. Ja, hier ist mein Name ist Markus Helmke. Genau, und hier unten mit dem weißen Kopfhörer hier im Bild. Ja, ich bin das Torakel. Mein Er ist Name ist Thorsten Spille. genau, ist Thorsten Spille heute, Markus. Markus, erzähl mal, oder Thorsten, wer will erzählen, was ihr getrieben habt? Wir haben ein neues Release von der Alexei Toolbox. Oh, überraschend. Was ist denn die neue LXT Toolbox? Was kann die denn? Ja, wir haben erstmal die meisten Container haben wir auf Debian 11 migriert. Also erstmal, vielleicht willst du ein bisschen weiter ausholen, was das ist? Oder Markus, probier du es mal. Ja, LXC2Box haben wir uns vor einem Jahr ausgedacht, um auf Basis von Proxmox und Das war deine Idee. LXC-Implementierung. Das war deine Idee. Vielleicht mal ganz vorne weg. Genau. Ja, war meine Idee. Aber da helfen ja inzwischen viele mit dabei. Von daher ist das ja ein Projekt von uns allen. Aber das haben wir uns mal ausgedacht und auf Basis von Bash-Skripten haben wir das so gebaut, dass die Container automatisch eingerichtet werden und mit Inhalt und Leben gefüllt werden, so wie Administratoren das gut brauchen können. Also das ist der Ansatz dabei, dass wir Administratoren auf Basis von Proxmox das Leben leichter machen, indem wir skriptgesteuert einen Samba AD-Domain-Controller ausrollen können, einen Member-Server dazu als File-Server. Wir können eine Nextcloud ausrollen, wir können OnlyOffice ist in der Pipeline, das läuft noch nicht so ganz stabil, da sind wir noch dran. MailPiler als Mail-Archiv und solche Sachen kann man halt eben innerhalb kürzester Zeit ausrollen. Ich habe gestern mal die Zeit mit gestoppt. Nach 3 Minuten 50 kann man sich an der Nextcloud einloggen und die ersten Benutzer anlegen. Ich glaube, das ist einmalig. Thorsten, warum nimmt man denn da kein Docker dafür? Ja, bei Docker ist es ja so, da musst du letztendlich einem Softwarehersteller vertrauen oder jemandem vertrauen, Der was für dich installiert. der dir den Stack erstmal zusammenstellt und du nutzt diesen Stack von jemand anderem letztendlich, der den gebaut hat. Und Setzt da deine Existenz drauf quasi, ne? genau richtig. So, jetzt kann das ein Projekt sein, was richtig gut gepflegt wird. Ein gutes Beispiel ist wirklich MailCow. Da kommen wirklich mehrmals die Woche neue Updates rein. Da steckt eine Firma hinter, die auch Support dafür anbietet. Das ist ja meiner Meinung nach schon irgendwo eine brauchbare Lösung, aber es gibt halt auch wirklich fertige Projekte, die einfach nicht gut gepflegt werden. Und da ist es wirklich schwierig, sich drauf zu verlassen. Entweder man beschäftigt sich sehr viel damit, um da in die Tiefe zu gehen, oder ja, man sitzt irgendwann wie ein Ochs vorm Berg, weil nichts mehr läuft. Ja, also das ist halt der Fall, der eintreten kann. Und ja, mit LXC ist es da deutlich nachvollziehbarer, weil man hat in dem LXC-Container ich sag mal, eine Betriebssystemumgebung, die eigentlich, ich sag mal, einem gewohnten Linux sehr nahe kommt. Und aber auch eben ressourcenschonender als eine VM ist. Genau, da wollte ich auch noch kurz was zu sagen. Danke, Thorsten. Es geht im Groben und Ganzen erstmal darum, dass du sehr, sehr coole Software, vieles davon aus deutschen Landen oder deutschsprachigen Landen, zum jetzigen Zeitpunkt, zum jetzigen Best Practice. Und Best Practice heißt das, was unsere Jungs hier, der Thorsten und auch der Markus hier und ich und noch diverse andere, getestet haben, nach produktivem Einsatz haben, dass du das quasi installierst, was wir gemacht haben, alle, vor allem ihr, mit dem Erfahrungsschatz von uns allen, von Leuten, die du kennst, eine einmalige Installation und ab dann pflegst du die. Na, das ist so die Idee. Während ja bei Docker die ganze Zeit nachgepflegt wird und so weiter. Also hast jetzt hier keine Autopflege oder sowas drin bei dem Ganzen. Also wovon reden wir hier erstmal? Wir reden Ökosystem Proxmox mit ZFS ist die Voraussetzung. Wobei ZFS ist ja doch ist für die ein oder andere Funktion, vor allem vom Zamba-File-Server, schon Voraussetzung. Installation, File-Server, Installation, Domain-Controller und Co. Und dazu gehst du auf github.com/bashclub. Da gehen wir hin. Nummer 1. So. Dann gehst du hier drauf auf LXC Zamba Toolbox. Den Link habe ich mal verlinkt.
in der Sendung. Und da gibt es hier einen Code, den hier. Den kannst du hier kopieren. Das macht man erstmal. Also relativ einfach. Dann gehst du auf deinen Proxmox-Server. Das mache ich jetzt mal hier. Vermutlich aber hier etwas schöner in einem in einem etwas schöneren Mac. Bash, da kann ich es ein bisschen schöner. Jetzt bin ich hier direkt auf dem Proxmox. Na? So, dann gucke ich mal. RM, ich lösche jetzt mal alles, was hier mit Zamba ist. Was davon früher noch da, ich öfter mal schon hier irgendwie rumprobiert. Und jetzt sage ich Git, mal groß und schön, clear. Dann sagen wir hier Git, clone und dann das hier, der Link von eben. Wenn Git noch nicht drauf ist, apt install Git. Na, können wir ja mal machen, apt install Git und zweiter Befehl. Oder das Post-Install-Skript. Oder gleich das Post-Install-Skript, was auch auf dem Server liegt. Na? Und jetzt hat er das runtergeladen. Jetzt gehe ich hier in den Ordner Zamba LXC Toolbox rein. So. Dann würde ich ganz gerne, jetzt hat sich ja ein bisschen was geändert irgendwie, ne? Richtig. Wo sind so die haben wir jetzt, Configs? Was? Wir haben die Config-Vorlage in einen Unterordner Conf gepackt. Das ist ganz gut zu handhaben damit das war eigentlich so gedacht, damit du jetzt mehrere Config-Dateien auch anlegen kannst in dem Ordner Conf. Und der Ordner Conf selber ist halt mit Git sozusagen in Git ausgeschlossen, als der ist in der Git-Ignore drin. Das heißt, du kannst ohne irgendwelche Fehlermeldungen wieder neue Version pullen, obwohl du deine Config-Dateien in der Verzeichnisstruktur hast. Sehr gut, also gehe ich da rein. Ja? Genau, da ist auch die Example-Config reingewandert. Was mache ich mit dir? Die kopiere ich erstmal. Die kopierst du dir in eine. Standardmäßig ist die zamba.conf, du kannst aber auch per Parameter eine andere Config-Datei. Ich mache mal oldschool. Mhm. So. Ja, du kannst auf die Install SH hat einen Parameter -c, da kannst du dann auch die Config-Datei mit angeben. Okay, aber das machen wir jetzt mal 0815 erstmal hier. Ich erkläre es mal ganz kurz, worum es geht. Das hier ist die Größe in Gigabyte von dem Linux, was wir installieren. Das ist der Storage, auf den wir dieses Linux installieren. So. Wenn du eine VM mit einem Datenstore, also mit einer separaten Daten-Mountpoint, Datenplatte, wie auch immer, installierst, wäre das die Größe. Das würde ich jetzt mal hier deutlich reduzieren. Wir machen hier zwar nur Sin-Provision, aber egal. Selber Store. So, dann haben wir hier den Mountpoint intern. Also das heißt, wenn du jetzt den zweiten, das ist ein Dataset, im Endeffekt ein zweites Dataset, was auch in den Container reingeklinkt wird, kannst du separat zurückrollen und so weiter und abfragen für Snapshots, wird gemountet nach /tank. Das ist Memory. Da reichen in der Regel sogar noch weniger. Da musst du aber aufpassen, weil beim File-Server sollten das schon so 4 GB sein oder sowas, weil der auch gerne mal puffern muss. Ja, der hat immer nur 9 GB und irgendwann mal knallt's. So, Swap-Dateigröße können wir mal so lassen. Mhm. Jetzt geht's hier los. Jetzt will er von mir hier den DNS Namen haben. Den lasse ich jetzt mal hier so stehen. Dann hast du hier DHCP-Hostname. Bitte? LXC-Hostname hast du mehr oder weniger übersprungen. Da haben wir zwar jetzt den Service-Namen eingetragen. Mhm. Also was weiß ich, wenn das jetzt beispielsweise ZMB-AD, dann wird der Hostname auch ZMB-AD. Ist aber nicht ganz glücklich. Also wenn du dann mit hier, weil wir ja noch weitere Parameter haben für den Hostnamen. Das heißt, der interne Hostname und der Hostname, der nach draußen gelegt wird, der kann sich ja unterscheiden. Mhm. Deswegen haben wir es drin. Aber es wird auch leicht übersehen, dass der dass dann zum Beispiel in der Nextcloud, der Service-Name ist Nextcloud. Der Vorschlag für den Nextcloud-Hostnamen ist aber NC1. Okay. Deswegen ist das da nicht ganz so glücklich, weil dann hat man nachher unterschiedliche Hostnamen und der Installer geht auf die Nase. Das heißt, da ist noch so ein bisschen
Also wie gehe ich jetzt damit um? Muss ich da jetzt was reinschreiben oder wir nicht? Haben zweites Problem bei DHCP in Verbindung mit Service Name ist, dass der DHCP tatsächlich, also grundsätzlich ist es ja so, dass vom Proxmox aus die Netzwerkkonfiguration und DNS überschrieben wird. Das heißt also, er steuert vom Proxmox von außen. Und wenn da der DHCP aktiviert ist, dann nimmt Proxmox tatsächlich auch die Daten, die er per DHCP bekommt. Das heißt, wenn da eine andere Domäne vorgegeben ist, eine Local-Domäne, dann nimmt er auch diese Local-Domäne und trägt die als Domäne ein. Das führt dann zu Wechselwirkungen, die man eigentlich nicht haben will. Also wir haben sowohl mit DHCP als auch mit diesem Service-Namen nicht die besten Erfahrungen gemacht. Das ist besser, wenn man es bewusst steuert. Also dieses Service, das nehmen wir da vielleicht nochmal raus. Es ist besser, wenn man da eben einmal drüber nachdenkt, was muss da eigentlich rein und immer im Hinterkopf hat, dass Elix, dass Proxmox von außen die Daten übersteuert. Was wir mal ausprobieren wollten, ist, wenn man bei Proxmox in der LXC-Konfiguration die Daten leer lässt, also die gar nicht von außen vorgibt, ob er dann internes LXC-Containerdaten akzeptiert. Du, wir probieren es einfach mal aus, was zu gucken gibt. Ich mache jetzt vielleicht irgendwelche Wechselwirkungen. Nee, hab ich, ist klar. Ich mache jetzt, lass uns einfach mal live gucken, sonst wird es jetzt langweilig. Ich mache jetzt einfach mal DHCP. Na? Das heißt, da unten muss ich nichts ausfüllen. Für einen Moment mal, für die ersten Sachen, dann sehen wir mal, wo wir an die Grenzen stoßen. Hast du hier so Default-Passwort, hast du jetzt mit dem Ausrufezeichen gemacht, okay. Nimmt noch den Schlüssel vom Proxmox, hinterlegt ihn als Authorized Key, was ja eigentlich mit PCT-Enter gar nicht notwendig wäre, fällt mir gerade so auf. UTF-8 ja, außer, außer du willst direkt per SSH in den Container rein. Ne? Syntax-Highlighting habt ihr gedacht, okay. So, jetzt, das wäre jetzt erstmal ja, für den. Solltest du bei dir auf Null stellen, weil du ja, obwohl du hast jetzt auch, du hast jetzt auch einen dunklen Background, aber. Ne? Das wäre jetzt erstmal nur für die VM. Wenn du jetzt wenn ihr zum Beispiel das Terminal von Apple hat ja meist, glaube ich, weiß als Hintergrund, ne? Dann müsstest das auf Null stellen, dann sind die Farben darauf optimiert. Geil. Also auf jeden Fall ist das jetzt erstmal hier das, was du brauchst für den Linux-Container. So. Genau. Und das machen wir nicht, weil Linux-Container so schön sind. Das machen wir ja, weil wir irgendwelche Applikationen installieren wollen, wie zum Beispiel einen Zamba-File-Server. So. Das wäre jetzt für die Netzwerk-Domäne, Windows-Domäne. Mhm. Kann ich heute schlecht zeigen, müsste Login eintragen. Das wäre, wobei doch, kann ich halt doch zeigen. Das wäre für die das wäre der NetBIOS-Name, das wäre der User, mit dem wir uns einloggen, beziehungsweise auch binden hinterher, das wäre identisch. Also wenn du jetzt irgendwie einen DOM-Admin hast oder sowas, dann gehört der da rein. Dann ist einfach dein Windows-Login später erstmal DOM-Admin. Das wäre das Kennwort zum Verbinden und auch für den ersten Zugriff dann logischerweise. Mit Samba, nicht mit dem Container. Dann haben wir hier das Mailpiler-Section, das haben wir auch schon x-mal gezeigt. Funktioniert der Matrix-Server eigentlich? Ja. Ja. Geil. Okay. Also wenn ihr euren eigenen Matrix-Server wollt, könnt ihr hier auch zuschlagen. Da wird nicht viel eingetragen, wie ihr seht. Dann hast du hier Nextcloud-Section, das wäre heute mal spannend. Macht der Host-Header-Abfrage oder muss ich dann... Macht der Host-Header-Abfrage? Der Nextcloud? Dass er auf den FQDN umleitet? Ja. Ja, macht er. Das heißt, ich muss du musst einen DNS-Eintrag machen. Oder Host zum Testen bei dir auf dem Mac in die Okay, alles klar. Das, in die Host-Datei. Dann werden wir das gleich mal machen. Den kopiere ich mir gleich mal. Dann hast du halt hier den Admin-User für den. Klar muss ja sein bei Nextcloud. Das ist der FQDN. Und da ist jetzt das Problem, der müsste jetzt eigentlich, da wir jetzt den Service-Namen automatisch eintragen, da müsste jetzt eigentlich Nextcloud drinstehen. Wir lassen es einfach mal probieren. Der so. Geht auf die Nase, definitiv. Der installiert auch nicht. Also was muss ich wo eintragen? Nextcloud FQDN gleich nextcloud.zmb.rocks. Dann funktioniert das. Warum nextcloud.zmb.rocks? Weil oben okay. Service eingetragen ist und der Service heißt Nextcloud. So. Das nennt man Release. Okay, alles klar. Da DHCP eingeschaltet ist, kann es sein, dass der DHCP noch eine andere Domain, also einen anderen FQDN hat. Wir probieren es gleich mal. Wir sehen es ja gleich. Das stimmt. Wir machen mal ein paar Container. Also CheckMK habt ihr jetzt auch drin. Funktioniert das? Sonst hätten wir es nicht drin. Ja, kann ja sein. Also Jungs haben das ja alles... Was halt
seit Dienstag nicht mehr. Wir haben ja Sonntag haben wir das Release gemacht. Seit Dienstag funktioniert OnlyOffice nicht mehr, weil die ein neues Release gemacht haben. Okay, ja, schade. Also würdest du mal sagen, fangen wir doch mal mit dem CheckMK an da hinten, oder? Was meint ihr? Das ist nicht so DNS-lastig. Ne? Also gehen wir mit der einen Ordner höher und sagen jetzt quasi Bash install sh. Richtig? So. Ja. Und jetzt fangen wir mal ganz einfach mal an und sagen, wir hätten ganz gerne mal hier einen. Ach guck mal, das sind also alles Sachen, die ihr irgendwann mal laufen lassen wollt. Open3A habe ich jetzt. Ist eine Telefonanlage, oder was ist das? Nee, das ist ein, ja, eine webbasierte Software zum Rechnungen schreiben. Aha. Für den kleinen Unternehmer. Erweiterbar. Proxmox Backup Server kommt hier noch, okay. Das geht aber noch nicht alles, ne? Das ist noch nicht drin. Es geht alles bis auf OnlyOffice. Alles bis auf OnlyOffice. Ein Proxmox Backup Server geht auch. Ja. Ach, stimmt, weil es da ein Template gibt dafür, ne? Haha. Your Backup habt ihr noch drin hier, ich werd bekloppt. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich tob mich jetzt mal aus, pass auf. Ich tob mich jetzt mal aus und sag jetzt mal, wie ich es schon angekündigt habe, ich hätte ganz gerne mal einen CheckMK auf Nummer 1 verdient. Und was er jetzt im Endeffekt macht, bitte? Alphabetisch. Ja. Also er geht jetzt quasi her und legt jetzt hier einen neuen Container an, das kann man hier schon ganz schön sehen. CheckMK. Vorher lädt er sich die neueste Version von Debian 11 runter in dem Fall, schiebt die Config und den angepassten Installer hoch und lässt dann laufen. Das sehen wir aber hier, was er macht. Na? Also er feuert das Ding hoch und er geht jetzt her und installiert quasi das Produkt mit den Einstellungen, die ich habe. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird man quasi nochmal ein zweites Mal hergehen, würde das nochmal korrigieren, würde es nochmal laufen lassen und den alten Container gerade löschen. Gibt es einen schönen, kompakten Befehl, um einen kompletten Container platt zu machen? PCT hau weg, gibt es das? PCT stop, Nummer und dann PCT destroy und die Nummer. Okay. Aber du musst immer erst stoppen. Jetzt kann man schön sehen, jetzt lädt er hier quasi CheckMK runter. Mhm. An der Stelle. Das könnte jetzt auch ein Ticken schneller gehen. Und da sind wir bei Bullseye, das ist definitiv die 11. Na, also ihr habt jetzt quasi euren Linux-Container rausgehauen, habt ein paar Tools installiert, Updates gemacht und jetzt lädt der CheckMK runter. Also das Konzept ist immer das gleiche, er macht einen neuen Container, legt die ganzen Datastores an, wo du gesagt hast, er hinterlegt die Passworte, er hinterlegt den Schlüssel vom Host, er installiert ein gutes Toolset, er lädt die Applikation runter und setzt die Applikation bereit. Wie habt ihr es denn gemacht mit Proxmox Backup Server? Habt ihr da das Template genommen oder eine eigene Installation? Oder gab es? Nee, da gab es doch gar kein. Es gab nur fürs Mail Gateway gab es ein Template, ne? Das ist eine eigene Installation, aber über die Proxmox Backup. Also so, wie man eigentlich Proxmox Backup auf einem Linux von zu Fuß installieren würde. Also, was haben wir jetzt hier? Wir gehen mal gucken. PCT-List. Der hat mir jetzt angelegt, wir sind immer noch auf dem Proxmox. Der hat mir jetzt angelegt, wo ist er denn? 119, der unterste. CheckMK. 119. Dann sag ich hier PCT Enter. 119, dann kann ich mir mit IPA die IP-Adresse angucken lassen und hätte jetzt die Erwartungshaltung. So, was habt ihr jetzt schon eine Instanz da angelegt oder habt ihr noch nie? Doch, ach guck mal, hier, ihr habt sogar schon eine Site angelegt. Ihr seid ja Füchse hier. Natürlich, mit Admin-Passwort, das ist vorgegeben. Start Ausrufezeichen 123. Ja, weil normal gibt er dir ja sein eigenes. Sein also, eigenes hier sogar hier mit. Ist in der Config drin, das Admin-Passwort. Nicht schlecht. Und der Username wäre dann? CMK-Admin, das ist der Standard. Das ist auch Standard, okay. Und dann Start, Ausrufezeichen 123. So. Tada. Tada. Also hier. Sehr gut. Funktioniert. Dann gehe ich jetzt hier gleich mal wieder raus. Klasse. Sehr gut gemacht. Dann sage ich jetzt mal hier Exit. Dann sage ich hier PCT Stop und dann sage ich hier mal PCT Destroy. Ne? Probieren wir das gleich mal. Haut auch die ganzen Datastores weg. Nee, Destroy ist was. Der haut alles weg, was dazugehört, außer du hast jetzt... Destory. Avery ja. And Destory. So, Destroy. Okay. So, und jetzt könnte ich ja wieder hergehen, kann wieder sagen, hier Bash. Install SH. So, dann machen wir jetzt mal einen Proxmox Backup Server, wenn wir so mal so schön dabei sind. Sagen jetzt mal hier. Mach mal den Proxmox Backup Server. Wir können aber dann ja auch mal dem Skript-Parameter mitgeben.
Weil das geht nämlich jetzt mit der neueren Version auch. Mach mal, ja, nächster Container. Okay, alles klar. Sorry, ich war schon ein bisschen zu schnell gewesen. Genau. Machst gleich einfach mal die Install SH und dann Minus H dahinter. Was macht das? Hilfe. Wie jeder Genau. andere Linux-Befehl auch, einfach ein wie minus minus help oder ich weiß gar nicht, geht das mit minus minus help? Gehen wir mal hier nochmal auf den Proxmox drauf. So, dann gehen wir hier wieder in den ZFS Zamba Toolbox rein. Dann sagen wir hier Bash install minus H. Genau, da haben wir ein paar Container-ID. neue Parameter. Genau, minus I. Kannst du die ID vorgeben? 120, ja, und dann haben wir 120 frei. Keine Ahnung, du fragst mich Zeug hier. Ist doch ganz cool, wenn das automatisch macht. Da muss ich mir keine Gedanken machen. Scheint aber frei zu sein. Okay. Und noch was? Soll ich noch mal irgendwie Ja, mit Service? minus S wäre Service, da kannst du dann was, was ich, mit Nextcloud oder, ne, damit du die Abfrage überspringst, letztendlich. Ne? Und minus C kannst du halt eine andere Config-File, kannst du dann angeben. Fragt der wieder den Hostnamen intern ab oder muss ich irgendwie vorher noch was faken? Nee, das musst du ja wirklich in die Config-Datei reinschreiben. Ja, wir gucken mal. Ich mache jetzt einfach mal. Abra, Kadabra, Nextcloud. Bin ich mal gespannt. Also er macht jetzt wieder den Container 120. Kann schon mal beweisen, die Zeit totzuschlagen. Hier, nee, das ist ja unser Proxmox Backup-Server, den wir da gerade gemacht haben. Und der ist jetzt hier bei der 117 hier. Was jetzt gerade gewackelt irgendwo? Da. 120 Ja, der Nextcloud. hätte eine höhere Zahl nehmen müssen, weil der wäre so oder so dran gewesen. Ja, glaube ich dir ja. Na? Jetzt lädt er hier wieder runter. So. Also, das hat jetzt ein bisschen gedauert wegen dem Internetzugang jetzt hier, warum auch immer. System Config Value Trusted Domains 0. Also, er hat jetzt hier die, kann ich da eine Zwischenablage packen hier. Nextcloud ZMB Rocks hat er gemacht. Ich finde das, jetzt mal Jungs, nehmt's mir nicht für krumm, ich finde es das geil, dass es das geht, wenn du nur das willst, ne? Aber was mich angeht, für mich immer als Basis ISP-Config. Das muss da rein. Und das funktioniert jetzt auch mittlerweile. Also ihr könnt ja einfach nochmal dann ein ISP-Config hinten dranhauen und einfach das fertige Skript nehmen, was es gibt. Das läuft ja durch. Auch möglich, ja. Weil es ist halt einfach, ISP-Config, die Jungs, die machen das irgendwie seit 100 Jahren und wissen genau, wie so ein Webserver auszusehen hat. Was ist denn eure Webserver-Konfigurationsstrategie? Was waren eure Vorlage gewesen dazu? Also wir haben die Basis ist von, wie heißt er, Thomas Leister, Markus? C. Rieger, Carsten Rieger. Carsten Rieger Ja, war das, genau. der kann das auf jeden Fall auch, ne? Ja, und das sei nicht, also Kombination Inspired ist by. Postgres als Datenbank, Ja. dann Nginx als Webserver. Genau. Das High-Performance-Backend haben wir am Wochenende auch noch hin mit eingebaut. Das Richtig. läuft auch. Ich ändere jetzt hier gerade mal, wie ihr seht, gerade mal hier die Host-Datei, Ja, damit wir okay. den geforderten Host-Header. Hier, Unihost, laus ist böse, auch geil. Hast du noch Reste drin, wa? Das so ist es, der für eine IP-Adresse hat. Okay, das war die 120 gewesen. Jetzt brauchen wir noch die IP-Adresse. Ne? Warte mal, ich muss Ja. gerade mal hier einfügen. Die IP-Adresse brauchen wir noch. Und das Passwort brauchen wir auch gleich nochmal. So, dann machen wir hier mal PCT Enter 120 war das. IPA. Die 79. 79 hätte er hier im Angebot. Also gehen wir hier nochmal in die. Jetzt pustet er auch vorne. 79. Nee, Na, da ist ein I zu viel. ja, ich hab's gesehen. So, und dann hätten wir hier den entsprechenden Fake. Und jetzt kann ich quasi hergehen, kann sagen hier HTTPS vermutlich. NC.ZMB Rocks war es, glaube ich, ne? Nee, Ah, Nextcloud, okay. Aber ich habe das Passwort schon in der. Okay, funktioniert. irgendwas antwortet. Benutzername wäre. ZMB-Admin, der stand mit in dem Ja. Output drin. Und So.
ganz viel. 1, 2, 3, Nextcloud. Also hier ganz großes Respekt, Jungs. Habt ihr super gemacht, funktioniert. Apfelcast macht die Nextcloud so. Nextcloud kommt mit Fail-to-Ban. Die das Nextcloud kommt mit dem High-Performance-Engine-Input. Nee, wie heißt das? Skript. Backend. Also Backend, ja, genau, mit dem Push. Mit dem Push Backend. Notify-Push heißt es, genau. Mal gucken, genau, ob ihr die Hausaufgaben gemacht habt. Übersicht. Nextcloud hat 2. Warum eigentlich 2? Weiß das jemand? Das ist die aktuelle Version, warum auch immer. Hier, dem Modul PHP Image Magic fehlt die SVG-Unterstützung. Und jetzt, ihr Loser. Das bauen wir nach. Die könnte ewig lang sein. Das ist SVGs Vektorgrafikgedöns, ne? Okay. Ja. Guck mal hier. Image Magic wird mitinstalliert. Also das wird mir so stinken. Das wird mir, fehlt da. Wird mir so stinken, wenn ich so ein geiles Ding geliefert habe und dann scheiße, eine Fehlermeldung. Also so eine Fehlermeldung. Normal immer so alles voll bis zum Anschlag. Ne? Montag haben wir die Tests gemacht. Danke nochmal an Silver Surfer. Der hat wirklich alle Container nochmal durchgetestet. Hab's mitgekriegt, ja. Ich bin nur rumgerannt hier. Ja. Und, oh, guck mal, der schnell, siehst du das hier, ja, der reagiert auch flott hier. Da haben wir dann festgestellt, dass er PHP-Module in unterschiedlichen Versionen gezogen hat, also teilweise 8.0 und teilweise 8.1. Das hat man dann am Dienstag nochmal eben gefixt. Oh, das sieht aber wirklich flott aus, also sieht echt gut aus. Seht ihr das? Das geht wirklich, also so jeder Klick hier instantan. Du merkst die Optimierungen, die man hier macht. Ne? Du merkst die ganzen Optimierungen, das ist wirklich sehr, sehr geil. Also richtig, nicht mit der kleinen NoSQL oder was, wie heißt es hier, SQLite, ist ja standardmäßig, sondern so richtig Postgres. Cool. Richtig cool mit Postgres, ich bin ja eher Team MySQL. Aber hier wirklich geil. Läuft im Container besser. Geil gemacht. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt hier nochmal mit Gewalt zeigen müssen? Also wir haben ja schon mal grob, oder ich kann hier nochmal kurz reingucken, womit wir es hier zu tun haben. Wo ist mein zweites Fenster? Das ist nicht hier, das ist hier. Das ist genau. Minus H, nee, Quatsch, nix, minus H. Genau, also wenn wir es noch einmal hier mit aufrufen. Also wir gehen es nochmal ganz kurz durch. CheckMK könnt ihr produktiv einsetzen, ist ein No-Brainer für alles, was wir auch hier schon gezeigt haben in der Richtung. Es gibt schon eine Standardinstanz, wenn die euch nicht taugt, könnt ihr natürlich den Namen ändern. Da gibt es dann OMD Sites, OMD Create und so weiter. Können eine eigene Instanz anlegen. Das geht in der ZambaConf. Kannst du vorher schon machen. Na? Kannst du vorher schon den Container, kannst du die Instanz schon benennen. Super. So. Das ist ein Debian Private Container. Das ist halt einfach ein nackiges Linux, wo du dann selber was reinmachen kannst. Privileged. Privilegiert. Genau. Das ist einfach ein Abfallprodukt im Prinzip. Debian ohne irgendeinen Service, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will mir irgendwas auf einen Debian-Container aufbauen und wir haben es nicht in der Liste, dann kann man damit schon mal starten. Und der Container ist schon mal bis heute aktualisiert. Und die Tools sind da. So, jetzt höre ich den... Nee, ich bin noch da. Ich habe nur mal ganz kurz geguckt, ob irgendwas brennt. Ja. Weil am Ende des Tages bin ich ja noch Admin, muss gucken, dass hier der Laden läuft, ne? So, dann haben wir hier MailPilot, das habe ich schon oft genug gezeigt. Ich glaube, damit hat es angefangen, wie ich mich hier 2-3 Mal wirklich mir einen Wolf installiert habe und Markus dann freundlicherweise, großzügigerweise hergegangen ist und hat das einfach mal durchautomatisiert und seitdem habe ich etliche MailPiler rausgehauen. So kurz vor dem Inbetriebnahme, doch noch ein Mailarchiv, ne? Darf es noch ein Schnippelsche Wurst mehr sein? Ja, da ist es. MailPiler, voll geil. Matrix, ja. Habe ich immer mit der Hand gemacht. Wir haben einen großen Matrix-Server mit ein paar hundert Leuten jetzt irgendwie. Ne? Das ist geil. Da hat jetzt einer irgendwie, ich wollte jetzt noch den von letzter Sendung, den Root-Gedöns da, Markus oder wie der hieß, der hat irgendeinen Capture-Fehler gehabt. Das wollte ich schon mal durchspielen, aber keine Zeit gehabt. Nextcloud haben wir gerade gesehen. Cool, OnlyOffice geht gerade, den habt ihr gemeint. Open3A kenne ich nicht. Proxmox Backup-Server hat funktioniert, was ich fantastisch finde, weil damit und der ZFS-Eigenschaft des Proxmoxes hast du einen Ultimate-Backup-Server jetzt. Sehr, sehr geil. Den Domain-Controller haben wir hier live gezeigt von Thorsten. Ja, zu UR-Backup kann ich vielleicht nochmal sagen, wir haben das so gebaut, dass UR-Backup hinter einem HTTPS-Proxy arbeitet.
beziehungsweise wir haben einen Webserver da vorgeschaltet. Also läuft nicht auf Port 55.4.1.4, sondern der läuft ganz normal auf 80.4.4.3. Weil? Doch. Warum? Wir haben das so gebaut. Weil das in deren... Damit wir HTTPS haben. Ah, okay. Genau. Ja, geil. Eben. Also, ach, nochmal richtig Bonus von Thorsten, sehr cool. Dann hast du jetzt ZMB-Member. Das ist der Zamba-Server, das ist der Geile. Das ist das, von dem alle reden, die Legende. Das ist richtig geil, also da kannst du wirklich an, das ist mit AD angeklemmt, mit NTFS-Rechten, mit rechter Maustaste Wiederherstellung und so weiter. Wenn du keine AD hast. Jetzt auch WSDD dabei. Das ist die, warte. WSDD ist der, das, der Broadcaster. Der Dienst, der die Service Discovery macht. Service Discovery, genau. Discovery. Also das, wenn du im Windows die Netzwerkumgebung aufmachst, dass der Server damit auftaucht. Ja, wenn die Umzugscheiße rum ist, packe ich dann nochmal diese ZMP-Diff-Geschichte, wollte mir auch nochmal, ne? Diese ZFS-Diff-Geschichte wollte mir nochmal reinzaubern und vielleicht noch eine Suche. Und da kommt von mir noch ein bisschen was. Time Machine nutze ich ja auch darüber erfolgreich. Also da geht noch einiges, was man da machen kann. Ich wollte den ZMB kann man natürlich auch für kleine Umgebungen direkt als Domain-Controller ausrollen und kann damit auch kleine Domänen verwalten. Genau, also der kann halt auch, vielleicht noch ganz kurz, der ZMB-Member funktioniert tatsächlich mit dem hier, mit dem Univention und mit dem Windows-Server als Member. Was halt mal echt Schweine geil ist. Ich wollte ganz kurz noch von euch was kurz zeigen, ganz schnell. Wer kein Active Directory will, der nimmt halt den Standalone. Genau. Was ja im Endeffekt der NASBerry ist, halt als Container-Version. Wenn du hier mal guckst, jetzt hier das Nextcloud von eben, da haben die Jungs hier quasi hier den Datastore reingemacht. Jetzt bin ich mal neugierig, wie hart ihr euch gegeben habt. Okay. Also die Datenbank habt ihr hier nicht drin. Nee. Da nochmal eine Anmerkung dazu für die Leute, die mit den Dingen in den produktiven Betrieb gehen. Da bist du gerade im richtigen Verzeichnis gewesen. Dort liegt eine Datei, wo dieses Kennwort, was am Ende angezeigt wird, auch drin ist. Und zwar müsste das die Config Next Cloud SH sein oder die Install. Nee, genau, wir müssten alle. Wichtig ist, dass ihr diese Dateien hinterher dann irgendwann mal löscht, weil sonst die Passwortdateien. Genau. Ja, also ihr müsst quasi die Config auf dem Proxmox löschen und dann aber auch hier im Root-Verzeichnis vermutlich die zamba.conf müsst ihr nach der Installation auch löschen, weil hier die ganzen Passworte drinstehen. Ja? Das ist ganz wichtig. In diesem Fall gibt es unter ncdata eben auch noch eine Datei. Da ist ein Subskript, weil das als www-data ausgeführt werden muss. Deshalb habe ich das als Subskript angelegt. Und in diesem Subskript liegt, da wird der eigentliche initiierende Befehl für die Nextcloud-Installation, also für die Ersteinrichtung, wird von da aus ausgeführt und deshalb ist da auch das lange Kennwort mit drin. Feature-Request von meiner Seite bitte, eine Abfrage, ob man die Config-Dateien jetzt löschen darf. Nach der Installation. Bitte? Ein Garbage-Collector bauen. Nee, einfach eine Frage. Ja. Hast du dir deine Passworte notiert, alles drum und dran? Kann ich jetzt die Passworte löschen? Na? Das wäre noch ganz schön. Nee, also jetzt habt ihr wirklich toll gemacht und wenn ich euch da irgendwie noch unterstützen kann im Nachhinein, lasst mir es wissen. Ich bin super happy damit, vielen Dank. Weil ich halt auch einer derjenigen bin, die es auch wirklich permanent nutzen. Ne? Also du bist wirklich, mach jetzt gerade wieder 2-3 Installationen parallel. Der eine sagt vorher, mach's, dann sagt er auf den letzten Meter, ja, können wir nicht doch ein Mailarchiv haben. Ja, ausfüllen, abfeuern. Gestern ging irgendwie der File-Server nicht, den sie vor einer Weile eingerichtet haben. Weiß der Geier warum. Container gelöscht, nochmal laufen lassen. 5 Minuten, ach Quatsch, 2 Minuten war der Kram installiert gewesen. Ne? Und vor allem, wenn es doch mal kaputt ist, irgendwie wieder Elixir Toolbox holen, neu installieren, Daten einhängen, funktioniert wieder. Ich habe das gestern gesehen, ich habe mich gestern ganz schlimm mit einem wie heißt diese Turnkey-Lamp-Installation, schon irgendwie 6, 8 Jahre alt. Und die stellen sich das ja so vor, dass du es dann neu installierst und dann ein Backup-Tool von denen hast, was dein Ding kennt, dann machen die ein Backup davon. Da spielst du auf einen neuen Container wieder ein.
ja, kann man alles machen, ist aber nie meine Welt. Hat mich 4 Stunden gekostet gestern, bis ich mir gedacht habe, ey, dieses bescheuerte Passwort-Tool, Team Passwort Manager hieß das Ding, das hätte ich besser mal auf meinem ISP-Config gemacht. Ich fände es super cool, wenn wir ISP-Config noch reinmachen könnten, irgendwann mal, was ja relativ super easy sein kann, was du eigentlich auch jetzt schon machen kannst. Also wenn du jetzt ein ISP-Config wolltest, könntest du ja im Prinzip, machen wir es doch einfach mal kurz, könntest du doch im Prinzip hergehen und könntest doch einfach sagen, hier Bash Install SH, dann machen wir jetzt hier mal einen privilegierten Container, um auf Nummer sicher zu gehen. Muss aber dann in spätestens so 10 Minuten, 20 Minuten los. Wir haben alle Container auf Nested gesetzt. Mhm. Erklär vielleicht nochmal ganz kurz, warum. Wenn Nested nicht, Thorsten grinst, mach du mal lieber. Das war jetzt, glaube ich, das hing mit Debian 11 zusammen. Und zwar gehen da so ein paar Dienste innerhalb Debian 11 auf die Nase, wenn Nesting nicht an ist. Und selbst Proxmox hat es schon als Default-Einstellung, dass Nesting immer benutzt wird. Ja, es ist halt einfach. Also wenn du in der GUI einen neuen Container anlegst. Ein Container kann ein paar Sachen nicht. Und wenn du jetzt irgendein Skript hast, was zum Beispiel drauf besteht, die Uhrzeit zu setzen und das nicht hinkriegt und abbricht, hast du halt verloren, weil darf er halt nicht im Container. Warum sollte er das tun? Oder dass du irgendwie aus dem Container raus eine NFS-Freigabe machst. Das ist nichts, was von Haus aus irgendwie funktioniert. Dafür sind die nicht gedacht. Dafür gibt es sowas wie die Mount Points zum Beispiel. Aber es gibt ja immer wieder Situationen, wo du es dann vielleicht doch brauchst, wo du es dann am Ende machen musst. Ja. So, bin ich mal gespannt. Also wenn du jetzt ein ISP-Config machen wolltest, könntest du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dir einfach diesen Container installieren und dann einfach diesen Einzeiler nehmen von ISP-Config und dann reinhauen. Genau. Und dann ab da kannst du dann halt ganz normal aktualisieren. Ich war auch gestern wieder stolz gewesen. Umfangreicher werden die Skriptoptionen. Ja. Nee, also das haben wir ja gemerkt. Also ich bin auch sehr stolz gewesen auf Debian, auch wenn das jetzt eine 8 Jahre alte VM war oder keine Ahnung. Nee, es war, ja gut, es wurde schon ein paar Mal aktualisiert. Wir waren jetzt auf Debian 9. Das, so war das halt überhaupt kein Problem. Ich habe dann einfach die Paketquellen von Turnpike rausgenommen, von Turnkey rausgenommen und habe dann einfach dieselben wie von der Zamba-Toolbox genommen und habe dann upgedatet. Und hat funktioniert. Ich hatte dann hinterher noch ein bisschen, da gab es dann noch irgendwie so Iron Loader und PHP-Module, wo er noch angemault hat. Das hat mich dann nochmal eine Stunde gekostet. Aber da war nichts irgendwie, wo da unkontrollierbar oder assi wäre. Man musste nichts zurückrollen oder sowas, weißt du? Jetzt machen wir nochmal ganz kurz hier PCT Enter. Vielleicht ist es auch gerade, wenn er runterlädt, weiß der Geier. Vermutlich die 121, ja, ne? Sein, ja. Okay. Dann schauen wir nochmal ganz kurz bei Google. Ah, zu viel Browser offen. Zu viele Browser offen. Dann gucken wir jetzt nochmal ganz kurz hier nach ISP-Config. Ich lasse es aber heute nicht durchlaufen. Debian 11 nur vom Prinzip her, was man damit machen kann. Und dann guckst du hier auf How to Forge Debian Skript vielleicht noch dazugeben hier. Es gibt eine Anleitung, wie du alles mit der Hand machst. Und es gibt genau, das ist das, was wir auch da mit dem Raspberry Pi hatten. Und dann kannst du hier, können wir das einmal versuchen, mal zumindest mal anzustarten und dann, ich glaube, Hostname müsste ja gesetzt haben, vermutlich. Und dann können wir es einmal probieren. Das wäre das gleiche Spiel in grün. Ich würde jetzt halt, jetzt macht er halt erstmal die Sachen, die ihm da fehlen, PHP und so weiter, haut er dann rein. Und dann können wir es mal anschmeißen, mal durchlaufen lassen, ob das bis morgen funktioniert. Jungs, habt ihr während der hier noch rödelt, noch irgendwas, noch eine Botschaft dazu? Weil wir müssen langsam mal ein bisschen auf die Uhr gucken. Also ich. Im unprivilegierten Container laufen 2 Dienste standardmäßig nicht. Da habe ich nachgesucht und auch einige Sachen im Internet zu gefunden. MySQL. Aber letztendlich sagen alle, ist nicht schlimm, lasse einfach so. Den einen habe ich geschafft, mit einem Parameter in der LXC-Konfiguration von Proxmox selbst also die Fehlermeldung zumindest zu unterdrücken, und das andere hängt irgendwie mit den Logfiles zusammen, wobei er aber die Logfiles schreibt, also der läuft sauber, von daher ist es unkritisch, die beiden Dienste nicht, dass sie da mit dem, wenn du systemd-fail eingibst, dann stehen die beiden Dienste da halt mit einem Fehler in der Gegend.
Ist bei Unprivileged so, aber muss wohl auch so sein. Ich würde jetzt hier gleich mal dringend dazu raten, wenn ihr das installiert, ganz wichtig, minus minus use PHP und dann hier zum Beispiel für den jetzigen Zeitpunkt, ich weiß nicht, mit 8 ging es, glaube ich, mache jetzt mal 7,4 oder sowas, weil ich glaube, das Kannst du nicht ESP-Konfig-Zell. mehrere Versionen angeben? Ja, ich würde es jetzt trotzdem mal nur machen und dann hier so minus minus no mail, minus minus no DNS und so weiter, ne? Was du halt nicht benutzen möchtest, minus minus no Firewall zum Beispiel, ne? Und was Ja gut, wahrscheinlich dann. auch nicht gehen wird, ist no Quota vor allem. Da wird er auf die Fresse fliegen wahrscheinlich, weil er kein Quota machen kann auf so eine LXC. Minus minus no mailman. Und ganz Mail wichtig, brauchst du auch nicht. es geht nicht, es wird abbrechen. Ich habe das schon mal probiert. No NTP, NTP muss auf jeden Fall aus. Und FTP brauchst du ja auch nicht. Das kannst du ja alles mit SFTP machen. genau, no FTP. Hoppla, FTP. Und dann müsste der hier eigentlich schnell. Und dann I know what I'm doing. Was taugt denn da gerade nicht? Sehen wir nicht. Achso, ihr Hast du seht. ja den Screensharing nicht mehr an. Ich habe mein Screen, weil ich mich davon selber rausgefeuert habe. Ne? So, warte mal, wo seid ihr denn? Digital Egal schreibt gerade PHP 8.0 und 8.1 schon getestet. Ah, nee, schon getestet, Fragezeichen. Nee, eben nicht. Eben, Das war nämlich das unser Problem. Nextcloud läuft mit 8.0. Ja, also Nextcloud selber verweigert 8.1, deshalb ist mir Ja, da nee, auch auf jeden Fall dann egal. ESP-Config ist, glaube ich, immer noch auf 7.4 gewesen. Okay. So, jetzt mal kurz FTP-Ports machen. Auch keinen Sinn, wenn ich FTP deaktiviert habe irgendwo, ne? So, Anneten Da sind Upgrades noch use per. zwei Striche zu viel, glaube ich, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil so war es eine Anleitung gewesen. Okay. Na gut, er rappelt ja los. Ja, Nee. nicht wirklich. Warum hat er jetzt ein Know what I'm doing? Oder warum jammert er denn? Das Arkansas. Perfect Server Setup. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will gerade noch mal kurz in der Anleitung gerade noch mal schauen. Ich habe noch so viele Fenster offen. Da ist er. Guck, minus minus hat er hier, ne? Okay. Könnte mir keine Ahnung, ob sie unattended Upgrades sind, die noch nicht taugen. Muss ich mal die Parameter wieder zurücksetzen. Irgendwas taugt denn da ja nicht. So, also nochmal zurück. Unattended Upgrades, was macht er da? Aktiviert dann das die Updates vom Linux oder was? Unintended ist ja eigentlich ohne ja, Ah. selbsttätig quasi. No FTP gab es nicht. Oder No FTP Ports oder sowas. Irgendwas war es. No FTP gab es nicht. Also, jetzt wissen wir, ob er das Ding kaputt machen soll. Und das kann er tun. Und jetzt haut er halt den ganzen Kram drauf und es wird wieder voll ewig dauern. Ich lasse es aber mal durchlaufen. Mal gucken, ob das wunderbar durchläuft. Er würde halt auf jeden Fall bei NTP auf die Nase fallen, weil in einem Container privilegiert oder auch nicht privilegiert kann das nicht funktionieren. Und dann bricht das ab. Prima, sehr, 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 sehr geil. Ach, jetzt haben wir hier wieder das gleiche Thema, dass er Barare Ja. wieder auf die Nase fliegt, ne? Weil er hier wieder kein Ja, gut. Apt-Install. Nein, das Ah, ist, glaube ich, im Non-Free-Repo drin und wir haben, glaube ich, nur Main in der Liste. ja. Muss mal in die Sources-List reingucken. Haben wir noch nie gebraucht. Say apt. Bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, was drin Ich mache ist. nicht heute schon wieder so eine bescheuerte Installation von dem Ja, non-free fehlt deswegen. nie wieder. Kann mal durchlaufen jetzt hier, aber nicht, ich warte jetzt nicht schon wieder auf Ja. so eine. So, ne? Ja, kannst du hinter alle drei schreiben. Oh. Warum? Das ist jetzt Ja, hier F. damit die Updates auch über non-free, damit du auch Updates für non-free kriegst. Und genauso Security-Updates. Okay. Geschichte. Non-free. Sehr schön. So, wenn Gibt's du hier. das jetzt startest, das Skript, müsste das eigentlich laufen. Gibt's Ja, müsste RAR eigentlich. mit da sein. Kannst du ja auch nochmal upsearch machen, Ich kann oder? einfach mal apt-search rar. Apt-install rar. Ja, tatsächlich. Haben wir.
Ja, das war das Problem. Raspberry Pi haben wir festgestellt, dass es das nicht gab für. Genau, für ARM 64 fehlt es. Ja, also es ist wirklich i386 und AMD 64 begrenzt. Muss man halt dann beim Raspberry Pi. Aber das ist ja meine Baustelle dann. Prima, Jungs, ihr habt die letzten Worte, dann schmeiß ich euch raus, dann muss ich Internet-Test nochmal. Ich krieg gleich einen Rappel. Also, ja, gebt uns gerne Feedback, auch wenn es Fehler sind, was auch immer. Feature-Requests. Ja, Hauptsache, die Arbeit hat sich gelohnt. Ich meine, für uns hat sie sich sowieso gelohnt, weil wir nutzen es alle. Ne? Wir alle. Drei zumindest. Ne? Alle. Ja. Intensiv. Und, auch einige aus der Community. Ne? Genau. Also wir freuen uns, wenn es viel benutzt wird, weil dann hat sich die Arbeit gelohnt. Das ist das Entscheidende. Genau. Okidoki. Ja, schönen Dank fürs Zuhören. Und schönen Abend. Das wünsche ich euch allen natürlich auch. Und sage, hier kommt die Musik. Dankeschön fürs Zuschauen bei Susops TV. Auf Wiedersehen, Vlogger Logic. Bis hoffentlich gleich am Montag wieder geht's weiter. Auf Wiedersehen. Oh.